Entweder ist die KI wirklich so intelligent gemacht worden, dass sie darauf warten, dass wir uns, dass die Händler uns verlassen. Na gut, gucken wir mal kurz. Others? Crossbowman, Bowman, Pikeman, Lasher, Bowman, X-Man, noch ein Lasher, ein Swordman, noch ein Bowman. Okay, die haben eine, schon eine kleine Truppe. Und die wären auch nicht so das Problem, wenn ich sie auf die Brücke locken würde. Oder wenigstens in den Eingangsbereich locken würde, dann könnte ich sie da beschießen. Also wenn ich sie hier hinlocken würde. Jawohl, das sieht schon mal gut aus. Pause. Designation Channel. Mal hier bitte. So. Damit seid ihr jetzt schon mal wenigstens aus dem Schuss von diesen Goblins da drüben. Wir können mal kurz gucken. Das ist Outside, Inside, ja. Inside Dark, Outside Light. Es müsste aber trotzdem so gehen, hoffe ich mal. Mir macht das nur immer noch Sorgen, dass die Goblins sich da so ruhig verhalten. Was sagen meine Stocks jetzt eigentlich? Wir haben ein bisschen Miet, ein bisschen Fisch. Ach, das wurde jetzt schon alles wieder verarbeitet. Wahrscheinlich, was ich von den Händlern bekommen habe. Na gut, so viel war es auch gar nicht. Ja, ich müsste eigentlich doch mehr haben in der Küche dann. Nein, ist wahrscheinlich schon alles verkocht worden. Auch gut. So, gut, die sind bei der Arbeit. Und ein Goat Kid ist zu Tode verhungert. Okay. Ich glaube, auf das Goat Kid habe ich total vergessen. Das wird aber scheinbar auch schon entsorgt, hä? So, ich darf nicht die Goblins aus den Augen verlieren. Und nichts im Fluss zum Fangen. Okay. Ich bin auch froh, wenn ich endlich meine Zugbrücke da habe. Also hier. Dann kann ich die nämlich einfach hochklappen und dann können sich die Zwerge wenigstens hier drin bewegen. Und mir ist ein Baum im Eingang gewachsen. Designation Chopdown Trees. Der muss leider weg. Ich hoffe, dafür kann sich irgendwie. Und wir haben wieder ein Kind, was eine Idee hat. Er klemmt einen Workshop. Und er fängt an, mit Steinen was zu craften. Ich sollte die Goblins nicht aus den Augen lassen. Genau. Und er baut schon was. Okay. Ich glaube, die Kinder bauen immer nur einfache Sachen. Squad. Ihr könnt mal wieder irgendwas machen.
Genau. Weg mit dem Baum da. Das hat die Goblins noch nicht angelockt. Nein, sehr schön. Gut, gut. Und da werden sie jetzt auch nicht freiwillig runterspringen. Hey, Joker und Piggle, die haben Meisterwerke kreiert. So, wo sind die Händler? Die sind noch nicht aufgebrochen. Okay. Gut. Zu wissen. So, das ist schon mal fertig. Dann kann ich hier schon mal den nächsten Channel-Befehl geben. So. Sir, an artifact has been completed. Really? That's good news. Let's go see it. Und wir haben einen Konglomeratring. Naja, nicht viel wert, aber Konglomeratring vom Feind höchster Qualität, umrandet mit Bändern aus rechteckigen Konglomerat-Kabuschons. Und das Objekt ist übersät mit, oder was, adorned, verziert oder was auch immer, mit hängenden Ringen aus Konglomerat. Ja, ein einfaches Artefakt, aber was erwartet man von einem Kind? Ist besser als nichts, oder? Nebenbei, Designation B. Wir können mal das hier reclaimen. Während ich nach meinen Goblins da Ausschau halte, die gerade zum Glück noch nichts machen. Oh, ach ja, die Klopfsachen werden jetzt wieder abgearbeitet. Und wir haben Türen. Okay, Türen ist gut. Türen ist sehr gut sogar. Tor. Ein Konglomerat-Tür, noch eine Konglomerat-Tür. So, die werden schon mal gebracht. Wie sieht es hier eigentlich aus? Wir haben sehr viele Betten mittlerweile wieder. Habe ich das Bett hier oben schon platziert? Ja. Okay, unser Krankenhaus sieht größtenteils fertig aus. Eine Traction Bench hätte ich eigentlich auch noch gerne. Aber ich glaube, die Traction Bench, die kann ich hier irgendwo mit weiter mittig platzieren. Sagen wir hier so direkt in der Mitte. Kann ich erstmal die Traction Bench platzieren, da haben wir wenigstens eine. Wie sieht es eigentlich mit Wunden aus? Wir hatten ja einen Verwundeten, aber... Ha? Starving. Da ist ein Crossbower am Verhungern. Der sollte dann wirklich was essen. Gut. Gut, gut. Die halten sich immer noch dort bedeckt. Okay, hier wird fleißig gechannelt. Ihr könnt uns ruhig jederzeit verlassen. Habt ihr nicht gesagt, dass ihr bald gehen wollt?
Doch, habt ihr. Die Po-Access ist doch da, ja. Also könntet ihr theoretisch gehen. Ich hoffe mal, die bleiben jetzt nicht einfach wegen den blöden Goblins. Naja. Auf jeden Fall ist jetzt ein Rocktown fertig. Building Doors. Hä, was für eine Tor habe ich jetzt noch zur Auswahl gehabt? Ach, egal. Building Throne. Table. Chair wollte ich eigentlich, genau. Gut. Wenn das alles hier gebaut ist. Ihr könnt uns wirklich jederzeit verlassen. So ist das nicht. Was macht ihr denn hier? Ihr habt no job, no job. Irgendein Report? Nein, die sind nur sparring. Also ich habe euch nicht den Weg abgeschnitten. Ihr müsstet uns eigentlich verlassen können. Genauso wie die uns eigentlich angreifen könnten. Und wir haben mal wieder Sat-Onyx gefunden. Was? Was? Warum ist mein Doc tot? Mit wem hast du gekämpft? Warum haben die beiden gestritten? Ein X-Po hat gerade meinen Doktor getötet. Einfach so aus der Laune raus. Ganz, ganz, ganz schlecht. Burial Acceptables. Habe ich gerade meinen Chefarzt verloren. So, ich platziere mal weitere Coffins. Ernsthaft habe ich meinen Chefarzt verloren? Nein, ich habe ihn noch. Ich habe meinen Underdog verloren. Nochmal Report. Expo Punch, Expo Kick. Okay, die hat eine Schlägerei, die tödlich ausgegangen ist. Expo Godden Ertaklan. Expo. Expo. Godden Ertaklan. Das bist du, View. Kills. Ja, den Doc hast du gekillt. Sie hat ihr rechtes Auge verloren, okay. Gut.
Ich glaube, wir sollten denen beim nächsten Mal endlich ihre Räume zuweisen hier oben. Aber jetzt mache ich erstmal einen Cut. Also, bis gleich.